Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu MEF Kompakt. An egg a day is okay. Klein aber fein präsentiert sich das Hühnerei jeden zweiten Freitag im Oktober zum Welteitag. 1997 von der International Egg Commission beschlossen, soll der Tag dazu dienen, Eier besonders ins Bewusstsein der Verbraucher zu rufen. Laut Statistischem Landesamt war Sachsen 2008 das Bundesland mit der zweithöchsten Eierzeugung. Der sächsische Anteil an der deutschen Gesamterzeugung belief sich dabei auf 11%. Tag der offenen Tür. Am 10. Oktober ist es endlich soweit. Die Kletterwelt Erzgebirge im Pockautal an der Strobelmühle öffnet ihre Pforten. Von 13 bis 21 Uhr sind Sie herzlich eingeladen mitzufeiern und ein kostenloses Probetraining zu absolvieren. Für all diejenigen, die die Impressionen des Bergfestes 2009 noch einmal Revue passieren lassen möchten, gilt folgende Information. Die Eindrücke des 11. Bergfestes sind ab 19. Oktober im Gästebüro Pobershau und beim Mittelerzgebirgsfernsehen auf Video und DVD erhältlich. Unsere Blitztipps finden Sie wie gewohnt unter www.mef-line.de. Für das Wochenende vom 16. bis zum 18. Oktober haben wir folgende Veranstaltungstipps für Sie. Am Samstag, den 17. Oktober, findet im Aquamarin eine karibische Nacht statt. Von 18 bis 1 Uhr sind Sie herzlich willkommen. Vom Welteitag zum Produzenten des Eis kommen wir jetzt. Ebenfalls am Samstag, den 17. Oktober, findet in der Stadthalle in Marienberg die Kreisrasse-Geflügelschau statt. Sie sind von 10 bis 18 Uhr herzlich willkommen. Zum 10. Tag des traditionellen Handwerks laden am 18. Oktober zahlreiche Einrichtungen der Region zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Unter anderem sind mit dabei das Kultur- und Freizeitzentrum mit verschiedenen Schauvorführungen und Mitmachangeboten wie zum Beispiel Stoffdruck und Kerzenziehen. Im Museum Seigehütte besteht in der Zeit von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit einer kostenlosen Münzbestimmung. Und auf dem Areal des Pferdegöbes in Lauta können Sie eine historische Bergschmiede bestaunen. Am Samstag, den 10. Oktober, sehen wir den Himmel zunehmend bedeckt bei kalten 3 bis 10 Grad. Sonntag bis Mitte der Woche gibt es gelegentliche Schauer. Das Quecksilber bewegt sich zwischen 2 und 11 Grad. Mit hoffentlich weniger Regen und etwas kälteren Temperaturen wird das kommende Wochenende eingeläutet. Donnerstag und Freitag zeigen sich mit dicken Wolken bedeckt.